Ja, die erste Einschätzung ist zumindest aus der Sicht des Auslandes eine positive, denn beide Koalitionäre haben sich klar bekannt zu einem proeuropäischen Kurs Österreichs, und das beobachtet man natürlich nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube in ganz Europa mit großen Augen und mit auch einer gewissen Beruhigung. FPÖ und ÖVP sind im Oktober demokratisch gewählt worden. Die Bürger haben ziemlich klar den Wunsch erkennen lassen, dass das eine neue Regierung sein soll. Das wird jetzt umgesetzt und das müssen auch andere Regierungen akzeptieren. Ich glaube auch, dass die europäischen Partner da weiter sind als im Jahr 2000, als man geglaubt hat, man müsste sich in die Innenpolitik anderer Länder einmischen und das nicht gut ausgegangen ist. Ich würde so sagen, es ist die Politik ist ja immer die Kunst des Machbaren. Das sehe ich hier schon auch. Was auffällig ist, ist die Stimmung zwischen den Koalitionsparteien oder zumindest zwischen den Chefs der Koalitionsparteien. Das ist sicher ein Unterschied gegenüber vor 4 Jahren, wo man eher versucht hat, zu verhindern, die Kernanliegen des Koalitionspartners. Das sehe ich hier nicht. Also die Stimmung scheint sehr gut zu sein. Das wurde auch auffallend betont. Und das ist das, was ich heute jetzt am auffälligsten fand, weil vieles von den Inhalten natürlich schon in den letzten Wochen bekannt geworden ist.